Interlandtagssitzung vom Januar und Februar, da stand das Ehrenamt im Vordergrund. Die CDU-Fraktion hat ein Ehrenamtsfördergesetz eingebracht. Das ist das erste Gesetz dieser Art deutschlandweit. Und damit wollen wir es schaffen, mit einem Landesprogramm Ehrenamt mit 10 Millionen Euro insbesondere Vereine zu fördern, zum Beispiel in der Frage, keine GEMA mehr zahlen zu müssen, aber auch bei Projekten zu unterstützen, ehrenamtliche Aufwandsentschädigungen besser ausstatten zu können, aber auch zum Beispiel Feuerwehrleute mit einer Dankespauschale für 15-, 25- und 40-jährige Mitgliedschaft zu unterstützen. Also ein breites Paket. Wir wollen auch Bürokratie erleichtern und all das wird nun in den Ausschüssen weiter diskutiert. Ein zweites Thema ist die Gendersprache in Verwaltung. Das ist ein Thema, das ist schon sehr lange auf der Tagesordnung. Nun kommt es endlich zum Aufruf. Wir wollen, dass in Verwaltung und Schule keine Gendersprache angewandt wird. Dabei bleiben wir auch. Und dazu gab es eine intensive Diskussion. Auch beim Staatsbürgerschaftsrecht gab es eine intensive Diskussion, denn die Ampel in Berlin will gerade mehr oder weniger die deutsche Staatsbürgerschaft schneller verramschen. Wir finden, die deutsche Staatsbürgerschaft ist nichts, was man einfach mal so im Vorbeigehen mitnehmen sollte, sondern was man sich über Jahre auch erarbeiten sollte. Das letzte Thema, was uns beschäftigt hat, das waren die Landwirte. Auch zu den Landwirten gab es wieder eine Aktuelle Stunde, weil wir wollen, dass der Bundeshaushalt nicht gekürzt wird in den Fragestellungen von Subventionen für die Landwirtschaft, damit unsere Landwirte noch Luft zum Atmen haben. Außerdem hatte ich die große Freude, eine Besuchergruppe im Landtag zu haben, nämlich von der Alters- und Ehrenabteilung der Feuerwehren aus dem Ilmkreis. Und ich freue mich immer, die Feuerwehrkameraden bei mir im Landtag zu haben. Und auch das ist für mich ein wichtiges Zeichen der Wertschätzung dieser ehrenamtlichen Arbeit.